meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum Halbzeit-Talk der Sparkasse Harburg-Buxtehude. Und ich begrüße heute als unseren Gast Birgit Butter, ist Mitglied im Rat, Mitglied im Kreistag, Ortsbürgermeisterin von Hedendorf und auch Mitglied im Landtag für die CDU. Herzlich willkommen, Birgit Butter. Ja, ich will als erstes fragen, zur ersten Halbzeit, wie hat es gefallen? Wie schätzen Sie es ein? Es hat mir sehr gut gefallen. Das Ergebnis spiegelt meines Erachtens nicht den Spielverlauf wider. Es ist ein Spiel auf Augenhöhe. Der Torwartwechsel hat uns gut getan und wir müssen aber hinten beim Abschluss sicherer werden. Dann wird's. Gut. Dankeschön, Birgit Butter. Ja, ich möchte gerne mal einmal fragen, die eigene sportliche Profession, was haben Sie in der Jugend gemacht? Handball oder was war das? Ich konnte besser mit dem Fuß schießen als werfen, deswegen war ich eher beim Fußball. Ich möchte mit Ihnen gerne, weil Sie ja auch stellvertretende Vorsitzende sind im Ausschuss für Inneres und Sport im Landtag in Hannover, mal so ein bisschen auch über Sport, über Leistungssport sprechen. Und was mich immer so ein bisschen betrübt, da habe ich manchmal das Gefühl, diese Gesellschaft verabschiedet sich mehr und mehr vom Leistungssport. Es soll keine Bundesjugendspiele mehr geben, damit es keine Verlierer gibt. Wie sehen Sie das? Also ich bedauere es sehr, dass wir uns insgesamt so ein bisschen von der Leistungsgesellschaft verabschieden. Sicherlich muss man den Schwächeren helfen, aber man darf halt eben auch die nicht vergessen, die besser sind. Das gilt für Schule und für Sport. Man muss die Leistung weiter fordern und also das mit den Bundesjugendspielen, also alle in Watte zu packen, das wird uns nicht weiterbringen. Wir müssen halt eben die Talente fördern und das kann man nicht, wenn man Wettbewerb abschafft. Ich muss sagen, das höre ich sehr gerne, weil wir ja auch hier Leistungssport betreiben, weil wir auch davon ausgehen, dass das auch junge Menschen prägt fürs Leben und dann wir für diese Gesellschaft auch brauchen. Vielleicht noch ein Wort draußen zur Halle. Wir freuen uns alle darüber. Ich denke, bei der Politik ist die Freude genauso. Ja, in der Tat. Also ich konnte diese Sporthalle Nord als Ratsfrau der Stadt Buxtehude von Anfang an mitverfolgen. Ich habe insofern dafür gestimmt, dass diese Sporthalle gebaut wird. Ich freue mich, bei der Grundsteinlegung dabei gewesen sein zu können, dass wir im Zeitplan sind. Und ich glaube, dass Buxtehude das bekommt, was auch der Handballsport verdient, was der Sport verdient. Denn Buxtehude ist und bleibt eine Sportstadt. Aber auch von Ihrer Seite ein klares Plädoyer pro Leistungssport, ja, dass wir eben nicht nur überall die Leistung zurückfahren wollen, sondern dass wir auch schauen wollen, dass wir Leistung fördern und den Leistungssport, auch den Jugendhandball hier in Buxtehude, der ja auf hohem Niveau betrieben wird, dass der unterstützt wird, ja? Ja, wir müssen diejenigen, die Talente haben und die besser werden wollen, fördern und fordern. Und ich denke mal, immer alles einheitlich zu sehen und dass man halt eben, es ist ja nichts Schlimmes, auf Leistung zu setzen. Und das wird mir in diesen Zeiten im Moment ein bisschen zu sehr vernachlässigt, weil alles so Gleichmacherei ist und ich setze da mehr auf Leistung. Ja, das glaube ich, hören wir alle hier in der Halle sehr gerne. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir auch dieser Entwicklung alle entschieden entgegentreten, eben dass wir sagen, wir wollen keine Leistung mehr. So, welche Leistung brauchen wir in der zweiten Halbzeit und wie geht das Spiel aus? Wie ist Ihr Tipp? Also, es wird auf jeden Fall besser als das Hinspiel, ist mein Tipp. Und wenn wir jetzt das Tor ein bisschen mehr treffen, dann sehe ich uns Buxtehude vorne. Ihr Wort in Gottes Ohr. Ich bedanke mich ganz herzlich für den Besuch, Frau Birgit Butter. Dankeschön.